Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. RTV Kompakt beginnt die Woche mit diesen Themen. Neuer Narrenbaum, Premiere in Burkhardsdorf. Junger Feuermelder, Ehrung in Bad Schlema. Und erster Schneeunfall, Einsatz in Schneeberg. Nun ist es weiß draußen, zumindest vorübergehend, und so ein bisschen Winterstimmung kommt auf. Glück auf am Montag zu den Nachrichten. Gut, dass Sie da sind. Von Weihnachten wollen wir jetzt aber noch nicht anfangen. Das hat noch etwas Zeit. Lassen Sie uns einfach mal über die fünfte Jahreszeit sprechen, die Faschingszeit. Am Samstag, das war der 11.11., wurde vielerorts um 11.11 Uhr die Regentschaft in den Rathäusern übernommen. Symbolisch, versteht sich. Bei Facebook haben wir Ihnen ja sogar schon einen kleinen Vorgeschmack aus Oelsnitz gegeben. Die Stadt zählt ja allein 3 eigene Karnevalsvereine und so musste Bürgermeister Bernd Birkicht gleich 3 Schlüssel abgeben. Doch Schlüssel übernehmen ist ja allerwelts Narrengehabe und so hat man sich in Burkhardsdorf einfach mal gesagt, wir machen das anders. Wie? Das hat sich der Kollege Gerald Nützel einmal angesehen. Der 11.11. ist bekanntlich der Tag, an dem die Karnevalisten vor die Rathäuser ziehen, um dort symbolisch die Schlüsselgewalt zu übernehmen. Nicht so in Burkhardsdorf. Dort wurde in diesem Jahr erstmals mit dieser alten Tradition gebrochen und stattdessen ein Narrenbaum aufgestellt. Wie kam es dazu? Aus dem einfachen Grunde, da die Schlüsselübergabe bei uns im Verein immer nur von Vereinsseite einseitig gepflegt wurde. Und sich leider kein Vertreter unseres Bürgermeisters, wenn er mal verhindert war, in der gesamten Verwaltung fand, der da die Schlüsselübergabe übernahm. Und so haben wir uns eben etwas anderes ausgedacht, um die Session würdig zu eröffnen, wo wir unabhängig sind. Und so bin ich auf den Narrenbaum gekommen durch meine Arbeit im Schwäbischen. Hab das praktisch aus der schwäbisch-alemannischen Fasnacht mitgebracht. In abgeschwächter Form. Wir wollen keine Höhen irgendwie erreichen, sondern unser Narrenbaum ist genau 11,11 Meter, damit wir den Bezug zum 11.11. dann doch etwas herstellen können. Lange wurde der Aufenthaltsort des ersten Burkhardsdorfer Narrenbaumes geheim gehalten. Und auch das Aussehen war bis zum Schluss für die Öffentlichkeit ein gut gehütetes Geheimnis. Pünktlich und vor allem schon sehnsüchtig erwartet bog der erste erzgebirgische Narrenbaum am 11.11. 14 Uhr um die Ecke in Richtung seines endgültigen Standortes. Gezogen wurde er von einem Traktor, eskortiert vom Karnevalsausschuss Burkhardsdorf. Der Standort vor dem Bulldog-Museum wurde nicht zufällig gewählt. Schließlich soll ja das Herrschaftssymbol des BCA weithin und für viele sichtbar sein. Angebracht am Narrenbaum wurden 10 Werbetafeln von Sponsoren und ein Kranz mit den Vereinsfarben Weiß-Grün. Die Spitze ziert eine vereinstypische Narrenkappe. Zum Aufstellen des Narrenbaumes rückte die Feuerwehr von Kemptau an. Mit gemeinsamer Kraftanstrengung ging's ans Werk, um den Baum in die Senkrechte zu bringen. Auf halber Höhe forderten die freiwilligen Helfer aus Kemptau eine Stärkung vom Verein. Da es an diesem Samstag schon etwas kühler war, kam diese in Form eines Glühweins. Das Geschehen rund um den ersten erzgebirgischen Narrenbaum wurde vom gesamten Karnevalsverein und von zahlreichen Besuchern beobachtet. Noch einmal galt es, die Aufstellungshilfen zu versetzen und den letzten Akt beim Aufstellen zu vollziehen. Und dann stand er, der Narrenbaum, in einem festen Fundament aus Beton und für alle weithin sichtbar. Für den festen Stand im Fundament sorgte der Präsident des BCV eigenhändig. Die Narrenkappe, das Symbol des Burkhardsdorfer Karnevalsausschuss, fing an, sich zu drehen und das in einer Höhe von 11,11 Metern. Damit hat nun auch Burkhardsdorf offiziell die Faschingssaison begonnen.
Die neue Saison steht unter einem neuen Stern, dem Narrenbaum. Wissenswertes fürs Erzgebirge am Montag. Die sächsische Ehrenamtskarte wird bei einem Besuch der 10 teilnehmenden Einrichtungen des Erzgebirgskreises kaum genutzt. Das kam jetzt bei einer Sitzung des Betriebsausschusses des Kreistages zur Sprache. Im September 2016 hatte der Kreistag des Erzgebirgskreises die Einführung von Angeboten für Inhaberinnen und Inhaber der sächsischen Ehrenamtskarte ab dem 1. November 2016 beschlossen. Nach fast einem Jahr hat die Landkreisverwaltung bei den teilnehmenden Einrichtungen nachgefragt. Bis zum 20. September 2017 wurden insgesamt 13 Angebote genutzt. Die Nutzung konzentrierte sich dabei mit 11-mal auf Theaterveranstaltungen an den Greifensteinen sowie 2-mal im Bergbaumuseum Oelsnitz. In den anderen Einrichtungen erfolgte keine Nutzung. So wurde auch die angebotene zentrale Schulungsveranstaltung der Volkshochschule für ehrenamtlich Tätige nicht angenommen. Auch ein Wasserschloss muss vor Hochwasser geschützt werden. Die Vorbereitungen für die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen an der Würschnitz am Wasserschloss Klaffenbach haben begonnen. Derzeit wird die Baustellenzufahrt angelegt und das Baufeld freigemacht. Im nächsten Jahr beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten. Am rechten Ufer der Würschnitz werden auf dem Gelände der Festwiese ein etwa 340 Meter langer Deich und 92 Meter Hochwasserschutzmauern errichtet. Der rund 300 Meter lange Deich am Mühlgraben auf dem Gelände des Golfplatzes ist für das Jahr 2019 geplant. Die geplanten Baukosten für die gesamte Maßnahme liegen bei rund 2,7 Millionen Euro, finanziert aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen. In Annaberg-Buchholz steht ein anspruchsvolles innerstädtisches Wohnungsbauvorhaben kurz vor seinem Abschluss. Am 10. November nahm die gemeinnützige Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz GmbH, kurz WPA, mit ihren Gästen an der Johannesgasse einen Beratungs- und Pflegestützpunkt des Anna-Pflegedienstes, eine Tagespflege sowie betreute Wohnangebote offiziell in Betrieb. Bürgermeister Thomas Brock brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass mit dem Projekt Wohnen im Münzviertel ein wichtiger Schritt zur weiteren Belebung der Innenstadt gegangen wurde. In dem denkmalgerecht sanierten Gründerzeitgebäude sind zentrumsnah 17 attraktive Ein-Personen-Apartments entstanden. Sie haben eine Größe bis zu 22 Quadratmetern und zeichnen sich unter anderem durch eine absolut traumhafte Aussicht sowie eine sonnige Lage aus. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Viertel an der Johannesgasse Annaberger Riviera genannt. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag fordert die Einrichtung von 24 Stunden besetzten Polizeirevieren in Städten wie Olbernhau, Schneeberg und Schwarzenberg. Über einen Antrag, der in allen sächsischen Städten mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Einrichtung bzw. Wiedereinrichtung von rund um die Uhr besetzten Polizeirevieren fordert, wird auf der Landtagssitzung am Donnerstag abgestimmt. Derzeit ist der Polizeiposten in Schneeberg nicht ständig besetzt, der in Schwarzenberg ebenfalls nicht. Gleichzeitig wurde, so die Grünen, das Personal im Polizeirevier Aue, das die beiden Städte mitbetreut, von 195 Stellen im Jahr 2009 auf derzeit 141 Stellen reduziert. Die Menschen in Sachsen dürfen erwarten, dass ein Polizeirevier in ihrer Nähe rund um die Uhr besetzt ist und die Polizei innerhalb von 20 Minuten vor Ort ist, wenn man sie ruft, erklärt Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion. Zwischen den Abzweigen Brünnloss und Stolberg hat sich auf der S258 Sonntagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. 3 Personen wurden dabei verletzt. Circa 400 Meter nach dem Abzweig nach Brünnloss waren auf einer Kuppe ein VW und ein Toyota nahezu frontal kollidiert. Wie Einsatzleiter Ronny May von der Freiwilligen Feuerwehr Stolberg berichtet, wurden beide Fahrzeugführer beim Unfall eingeklemmt und mussten von den Kameraden der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Dabei musste bei dem VW unter anderem das Dach entfernt werden.
Unbekannte Täter hebelten in Oelsnitz-Erzgebirge auf der Bahnhofstraße an einem Gebäude ein Fenster auf der Rückseite auf und gelangten so in die Geschäftsräume einer Buchhandlung und eines Reisebüros. Innen wurden insgesamt 3 Zwischentüren gewaltsam geöffnet. Aus der Buchhandlung entwendeten die Einbrecher einen Bargeldbetrag in 3-stelliger Höhe. Aus dem Reisebüro fehlt nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Nachdem es auch in tieferen Lagen des Erzgebirges angefangen hatte zu schneien, ereignete sich auf der B169 in Schneeberg ein Unfall. Auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn kam ein Fahrer mit seinem PKW nach einer Kurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr über die oben liegenden Beifahrertür befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die B169 war am Sonntagabend auf Höhe der ehemaligen Kaserne durch den Unfall für längere Zeit vollgesperrt. In Aue fand erstmals ein Antirassismus-Cup im Fußball statt. An der Zeller Schule nahmen 6 Mannschaften mit 8 Spielern pro Mannschaft teil. In jeder Mannschaft waren Spieler verschiedener Nationen, mindestens jedoch ein Spieler mit Migrationshintergrund. Begleitend gab es einen Infostand zum Thema Migration und ein Quiz. Sieger wurde die Grundschule Stützengrün vor der Grundschule Albrecht Dürer Aue und der Grundschule Affalter. Auf die weiteren Plätze kamen die Grundschule Aue, Aue Hammer sowie die erste und zweite Mannschaft der Grundschule Aue Celle. Als bester Spieler wurde Luka Perovic, hier im Bild, von der Grundschule Albrecht Dürer Aue ausgezeichnet. Bester Tormann wurde Felix Zörner aus der Grundschule Affalter. Als Torschützenkönig beendete Leon Riedl aus der Grundschule Stützengrün das Turnier. Die Schönheider Wölfe haben sich nur eine Woche nach der unglücklichen Penaltyniederlage im eigenen Stadion bei FASS Berlin revanchiert und die Akademiker in deren Spielstätte trotz dreimaligem Rückstand mit 7:3 bezwungen. Petr Kukla, Lukas Nowacek, Björn Schenkel und Christian Freitag sicherten mit ihren Toren den wichtigen Auswärtserfolg. Am vergangenen Mittwoch, dem 8.11., fand in Breitenbrunn im Haus des Gastes ein Vortrag zum Thema Teufelsdroge Christel statt, organisiert von Simone Lang, SPD-Landtagsabgeordnete. Ebenfalls waren dabei Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Sven Kahnen, ein Präventionsteam der Polizei Chemnitz und ein Betroffener. Der Saal war gut gefüllt mit vielen Zuhörern. Auch Schulkinder waren dabei. Es wurde aufgeklärt, welche Gefahr diese Teufelsdroge Christel mit sich bringt. Denn auch in Sachsen nimmt die Anzahl der Konsumenten stetig zu. Und dass dagegen etwas getan werden muss, da waren sich alle sicher. Ja, und kurz noch eine Meldung hinterher. Gestern, am 12. November, haben sich die Delegierten der Landesjugendfeuerwehr Sachsen im Landtag getroffen, um eine neue Leitung zu wählen. Im Ergebnis wird der Plauener Peter Hartmann in den nächsten Jahren den Landesjugendfeuerwehrwart geben. Und auch 2 Kameraden aus dem Erzgebirge sind dabei. Lutz Reismann aus Breitenbrunn ist Hartmanns erster Stellvertreter und nach wie vor auch die Landesstoppuhr. Er wird also auch sein Fachgebiet Wettbewerbe im Freistaat weiterführen. Und auch Johannes Richter ist zurück. Der war Ende 2015 als hauptamtlicher Referent für Jugendarbeit in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und wird sich nun um den Fachbereich Historik kümmern. Eine Auszeichnung erhielt der aktuelle Kreisjugendfeuerwehrwart im Erzgebirgskreis, der Tannenberger Jürgen Schäffler. Er wurde für seine Leistungen zur Förderung der deutschen Jugendfeuerwehr mit der Ehrennadel der DJF in Silber ausgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sind dann zur Stelle, wenn's wirklich brennt. Aber wenn's denn mal passiert ist, kann man selbst oft noch etwas tun, damit sich der Schaden vielleicht in Grenzen hält und niemand verletzt wird. So geschehen in Bad Schlema. In Bad Schlema ist Fabian Lange ein Held. Durch sein umsichtiges Handeln hat der 13-Jährige einen Großbrand in einem Wohnhaus verhindert. Was war passiert?
Am 26. Oktober kam es im Dachgeschoss eines Hauses auf der Auertalstraße zu einem Brand in einer Küche. Als der 13-jährige Fabian Lange den Brand bemerkte, wusste er sofort, was zu tun ist. Er schloss die Tür zur brennenden Küche, um die Sauerstoffzufuhr zu unterbinden, löste alle Sicherungen im Stromkasten der Wohnung und alarmierte dann die Bewohner des Mehrfamilienhauses, die dann die Feuerwehr verständigten. Durch Fabians bewusstes und umsichtiges Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden. Ohne seine umsichtigen Handgriffe wäre die Wohnung wohl durch den fortschreitenden Brand und aufgrund der starken Ruß- und Rauchentwicklung für die Mutter mit 4 Kindern unbewohnbar geworden. So wurde nur die Küche stark in Mitleidenschaft gezogen. Für sein Handeln wurde der Junge am 9. November im Feuerwehrdepot durch Bad Schlemers Bürgermeister Jens Müller als Lebensretter geehrt. Veranstaltungstipps für Leib und Seele. Auch in diesem Jahr lädt das Helios-Klinikum Aue zum Auer-Herztag ein. Interessenten sind am Mittwoch ab 17 Uhr im Auer Kulturhaus willkommen. Dr. Thomas Ketteler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1, sagte vorab: Wir wollen Patienten und deren Angehörige in unserer diesjährigen Informationsveranstaltung über die Diagnose und Behandlungsoptionen der Herzmuskelschwäche aufklären. Unser Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen ihr persönliches Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen und wissen, wie man diesem entgegenwirken kann. Das Motto der diesjährigen Herzwochen lautet: Das schwache Herz. In der Türmerstube des Heimatmuseums in Geyer gibt es nach der positiven Resonanz auf die Veranstaltung im Sommer eine Neuauflage des Wall Art Workshops. Am 18. November soll es in der Zeit von 10 bis 16 Uhr um weihnachtliche Motive gehen. Unter fachgerechter Anleitung entstehen aus kunstvoll geschichteter Merino-Wolle kleine Kunstwerke, die bei einiger Distanz auf den Betrachter wirken, als wären die Motive mit Pinsel von Hand gemalt. Ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Klebstoff werden die fertigen Kunstwerke lediglich durch den Druck der darüber befindlichen Glasscheibe fixiert. Für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro, Bilderrahmen und Material werden gestellt, kann sich der interessierte Besucher sein eigenes Motiv schaffen und im Anschluss mit nach Hause nehmen. Referenzobjekte können bereits vorab im Heimatmuseum besichtigt werden. In Aue führt der Verein HELP seit Oktober ein neues interkulturelles Projekt mit dem Titel Kunst baut Brücken durch. Hierbei haben die Teilnehmer unter fachlicher Anleitung die Möglichkeit, sich in einzelnen Workshops kreativ zu betätigen und künstlerisch mit verschiedenen Materialien zu arbeiten. Dazu sind alle deutschen und ausländischen Frauen und deren Kinder eingeladen. Die Treffen finden jeweils mittwochs von 11 bis 13 in der Begegnungsstätte Auerbrücke, Ernst-Bauch-Straße 15 in Aue statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für die Veranstaltung Dance Masters Best of Irish Dance am 17. November in der Ritter-Georg-Halle in Schwarzenberg sind noch Karten im Vorverkauf und für die Kurzentschlossenen an der Abendkasse erhältlich. Eine Auswahl der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbelt in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation oft einfach aufzuheben. Das war RTV Kompakt am Montag. Wenn Sie wollen, können Sie auch morgen gern wieder Gast sein. 20 Uhr startet die nächste Ausgabe. Bei rtv.de und auf Facebook sehen Sie noch mehr von uns und vielleicht auch von Ihnen. Und denken Sie dran, am 1. Dezember startet wieder unser Facebook-Adventskalender mit vielen schönen Gewinnen für Sie. Werden Sie einfach unser Freund dort, dann verpassen Sie auch kein einzelnes Türchen. Jetzt einen schönen Abend. Wir kommen morgen wieder. Glück auf!